Hallo und herzlich willkommen zurück zum Metro Last Light. Das einzige Licht, was wir hier haben, ist dieser dunkle Scheinwerfer. Diese dunkle, dunkle Existenz in diesem dunklen, dunklen Tunnelgewirr. Naja, wir müssen vorangehen. Wir haben im letzten Part ja so einiges gesehen, was hier so mit kranken Menschen passiert. Naja. Im letzten Leck musste ich dann auch nur runterschlucken, dass wir den haben. Hm. Es ist deutlich weniger. Weitergehen, du kannst hier nicht bleiben. Ja, vor dem habe ich mich das letzte Mal auch erschreckt. Ich erinnere mich. Und bei den Pilzen sind wir auch vorbeigegangen. Ich erinnere mich weiter. Als ich fixe. Immer der selber Fehler hier. Artyom, ich bin hier. Okay. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Aber ich muss zurück, um ihre Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Das hatten wir schon. Sie können hier. Ich sperre auch Safe Points. Und daher... Weil Tomlins Ranger hier war. Korkuts Männer haben ganz klar nicht erwartet, auf den Gegenschuss zu treffen. Und gut, sagen wir mal, so ist es für mich recht praktisch, wieder in die Story reinzufinden. Ich habe eine längere Pause machen müssen. Aber sie bietet immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Und ein Krankenhaus. Vielleicht hilft ihnen das ja. Mhm. Vielleicht. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, ja, deine Erlaubnis. Okay. Ich bin gespannt. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten, Artyom. Danach nicht allzu bald noch einmal solch eine Chance bekommen. Wir okay. Echt Glück, dass die Ranger. Komm her, Ranger. Ich habe großartige. Okay, das ist sehr gut. Wir könnten mal gucken, was wir zu eintauschen haben. Hier einmal die Kalasch. Eine tolle Waffe. Dann hier die RPK. Aha, die ist auch eher uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Und die. Eine tolle Waffe. In perfektem Zustand. Echt wertvoll. Ach, Schuss. Okay, aber nein, das ist eher uninteressant. Was habt ihr für Aufsätze und so ein Scheiß? Werde ich wohl eher weniger brauchen. Gerade das. Okay, Lauf ist auch noch in Ordnung. Zivisier haben wir auch alles. Passt. Anpassen. Ja, da waren wir doch am Überlegen, ob wir da einen Zoom drauf passen. Hm. Ja, bauen wir jetzt da tatsächlich einen Zoom drauf, weil wir missbrauchen das Ding mehr oder weniger auch als Scharfschützengewehr. Zumindest zum Teil. Ich glaube, aber nein. Ich glaube, ich bleib bei dem Reflexvisier. Das gefällt mir noch zu gut. Laserpointer, funktioniert alles. Wir haben viel zu viel Geld. Anpassen. Was haben wir denn aktuell drauf? Die Doppel-Lo. Aha, ja. Ja. Aber gucken wir nochmal an. Nö, auch nicht. Ich weiß das Magazin, was ist das? Automatisch Kaliber. Okay, diese Munition. Modifikation ermöglicht es, das mit dem Luvi-Dingens da vollautomatisch zu schießen. Das macht außer der Pistole eine Maschinenpistole. Hm. Ich glaube, das nehmen wir 60 Patronen, das ist ein Witz. Okay. Passt. Also die ist jetzt so komplett aufgerüstet, also das, ich glaube, wir werden keinen Sniper jemals so ausrüsten können. Filter werden wir und sowas brauchen. La Munition. Wir sind ja in letzter Zeit doch ein bisschen sehr knapp an Munition gewesen. Daher werden wir hiervon einige kaufen. Gute Patronen, sehr stark. Und hier könnten wir eigentlich alles verkaufen. Bis auf 5 Patronen, die behalten. Die werden wir dann auch nochmal aufholen und die werden wir auch nochmal komplett aufmotzen. Die könnten wir auch wieder zum Großteil verkaufen. Geht's da noch weiter? Ah, ja, genau die hier.
Kauf dir hier einen besseren Preis. Ja, ich behalte sie einfach mal zum Ausprobieren. Wir haben ja von dieser Waffe in Aktion noch nicht wirklich erlebt. Wäre es mit etwas Munition? Ich würde lieber etwas Filter haben, aber die hast du hier nicht. Warum sagen die eigentlich immer bei Metro... Diese Messer sind sehr wirtschaftlich. Man kann sie mehrmals benutzen. Ja, natürlich kann man sie mehrmals benutzen. Wir wissen Bescheid. Aber warum sagen sie eigentlich bei einem Metro immer, dass man sich bei einem Händler mit Gasmasken, also mit Filter ausstatten soll, wenn sie nie einen Filter anzubieten haben? Das habe ich mich im letzten Spiel schon drüber amüsiert, beziehungsweise aufgeregt, je nachdem, wie man es sehen wollte. Granaten, nehmen wir einfach mal eine mit. Eine Granate kann mehrere Ziele auf einmal erledigen. You don't say. You don't say, aber ich hätte doch gerne Filter. Diese Ranger haben sowas schon immer gemacht. Was? Die Roten bekämpft? Nein. Wenn es eine Epidemie gibt, gefährliche Mutanten, irgendwas, dann schickt die Polis die Spartaner, um die Situation zu klären. Und weshalb dieses Mal? Die kamen wegen der Epidemie, aber wir haben bereits Quarantäne verhängt und die Roten haben die Quelle beseitigt. Also haben sie uns geholfen, damit die Roten nicht zu enthusiastisch werden. Und was hat die Polis davon? Die sind weit weg von hier. Die Epidemie würde sie gar nicht erreichen. Die Staaten haben das schon vor langer Zeit arrangiert. Die Polis kümmert sich um solche Sachen und niemand kommt ihr zu nahe. Die sind neutral. Die kümmern sich auch um Verhandlungen, wenn es einen Krieg oder so eine Scheiße gibt. Ah, so langsam verstehe ich das. Also, keinen Krieg anfangen, aber von den Ergebnissen profitieren. Ja, das ist ein gutes Geschäft. Klar, aber wir betreiben auch keinen Handel, um Verluste zu machen. Ja, so funktioniert das in der Regel. Er spielt. Ja, schön. Ich würde jetzt hier eigentlich am liebsten noch stehen bleiben, aber irgendwie geht nicht. Moment. Ich habe einen Wurf. Hier liegen kostenlos Filter rum. Okay, das meinte er also. Haben wir hier noch irgendwas? Artyom, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Offensichtlich, zumindest. Danke, Kollege. Können wir brauchen. Aber witzigerweise ist Khan ja eigentlich kein Ranger. Wird aber mehr oder minder als ein solcher akzeptiert. Interessant. Zu einem anderen Zeitpunkt. An einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt. Und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Ein Luxus. Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Was? Es könnte ungefähr genauso sein, wie als würde man Moskau also, plötzlich über Nacht lichterloh aufleuchten nicht lassen. Wir werden erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen. Aber es gibt einen anderen Weg. Welchen? In Ordnung. Gehen Sie zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Verbindungstunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Eine Wieso Sackgasse? Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Machen Sie auf. Gehen wir, Artyom. Jo, ich gehe voraus. Lampe, die habe ich schon die ganze Zeit vermisst. Wie sieht's mit dem Strom aus? Okay. Interessant. Wie du siehst, ist dies keine Sackgasse. Das behauptet die Führung der Hanse nur, um die Leute davon abzuhalten, diese Wege zu betreten. Fix. Ein unvorbereiteter Mann könnte sich hier schnell verlaufen oder sich sogar in sich selbst verlieren.
Meine Herren, ist sehr schnell dran. Wenn du bei mir bleibst, besteht keine Gefahr. Du bist überraschend schnell dran, weißt du das? Okay. Alter, ist hier staubig. Ich glaube, dass die Metro nur aus Tunnels und Stationen besteht. Ein lebloses und seelenloses Konglomerat, das nur von Menschenhand geschaffen wurde. In der Metro gibt es einen besonderen Ort. Die wenigen Leute, die dorthin kamen, kehrten nie zurück. Ich nenne diesen Ort den Schicksalsfluss, denn er kann dein Schicksal verändern. Den Schlick der Vergangenheit wegspülen und die Chance auf eine andere Zukunft geben. Okay. Wenn man in den Fluss geht, um eine solche Chance zu nutzen, weil man verzweifelt ist, dann wird man eventuell zu dem Ort und der Zeit getragen, wo einem diese Chance gegeben wird. Vergiss nicht, wir müssen den Schwarzen finden. Das ist das Einzige, was wir vom Fluss wollen. Ziemlich essentiell, ja. Die Metro ist ein lebendiges, atmendes Ding. Mit Herzschlag, Seele und Verstand. Verstand zweifle ich ein bisschen an, aber wahrscheinlich, ja. Mhm. Okay, wo der Hölle sind wir hier? Gut, Atjom muss wieder durch Dreck warten. Ich mache hier mal das Nachtsichtgerät, das ist vielleicht hier etwas angenehmer. Gleich viel besser. Und, ja, sehr gut. Was? Ich will das haben. Wie viel habe ich... Oh, verdammt, ich habe ganze Zeit nie vergessen. Okay, hier habt ihr es endlich mal wieder. Ist schon lange her, ja. Nächste Seite. Gucke ich mir nachher beim Rendern an. Okay, das Nachtsichtgerät ist hier deutlich angenehmer. No? So? Ja, jetzt hat. Kommst du das nächste Mal auch wieder und schmierst ihn? Müssen wir vorsichtig sein. Ich singe für dich. Ich heiße Bourbon und ich quatsche mit einem Ventil. Ventilrad. Okay. Hier? Ha! Munition, die ich nicht benötige. Verdammt, warum habe ich alles weg? Gut. Offensichtlich scheinen die jetzt hier etwas spendabler gewesen zu sein mit Munition. Oder sie erwarten davon, dass hier mehr kommt. So verlassen glaube ich es nicht. Wir werden hier von den Entwicklern Munition zugebombt. Hier muss was sein. Was zum... Ich will hier runter. So. Wieder sicher. Halbwegs sicheren Boden. In die Ecke hier. Ich bleib jetzt hier. Ich gehe nicht weg. Nein. Sitz. So. Okay, ich habe Angst. Weiter. Wunderschön. Also, du hast dir natürlich das stabilste Rohr ever ausgesucht. Ist hier alles wirklich so friedlich, wie es sein scheint? Ich glaube nicht. Hier liegt... Das heißt Brandmunition. Du das? Liegt hier? Ja. Höchst unwahrscheinlich, dass es hier freundlich gesonnen ist. Kurz nachladen. Tam, 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 tam. Achso, das ist Kahn. Wieso ist meine Batterie schon wieder alle? Nein! Das ist fix. So, kurz nachladen. Das Nachtsichtgerät frisst immens Leistung auf dieser beschissenen Batterie. Nachladen. Es kann auch heißen, dass wenn die uns mit Munition jetzt zufallen, dass es nur diese Viecher kommen, die keine Munition dabei haben. Mensch, Meier. Erschreckt mich doch nicht so. Ich lasse lieber runter. So. Wir sollten auch mal eine bessere Maske finden. Hallo? Gibt's hier irgendwas? Moment, Moment, da war was zum Antatschen. Nee, das war hier das hier. Okay. Nur wegen dieser Leiche. Und ein Haufen Militärmunn. Okay, Daddy. Gut.
Aber wisst ihr was? Wo Kran uns hinführt, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fertig, Gott.